Der August bringt Geld und Erleichterungen. Familien, Azubis, Studenten, Arbeitnehmern und Geflüchteten. Eher kurios ist die neue Aktion des Otto Versands. Berlin zum 1. August treten zahlreiche Gesetzesänderungen und neue Gesetze in Kraft. Freuen dürfen sich Familien, Auszubildende und Studenten. Es gibt mehr Geld. Auch für Verbraucher ändert sich einiges. Und nicht nur der Staat führt Neuerungen ein. Familiengesetz. Mehr Unterstützung für Familien mit kleinen Einkommen. Vor allem Alleinerziehende profitieren von dem starken Familiengesetz und geringverdienende Familien. Die finanzielle Unterstützung für Schulbedarf steigt von 100 auf 150 Euro pro Schuljahr, zum Beispiel für Schulrucksack, Schreibmaterial oder Taschenrechner. Außerdem müssen Eltern für Schulessen und den Weg zur Schule nichts mehr zahlen. Anträge auf Nachhilfe oder Schulausflüge sollen nun einfacher zu stellen sein. Und es gibt für die Freizeitgestaltung nun monatlich 15 Euro statt 10 Euro. Kita-Träger sind ab August verpflichtet, Kita-Beiträge sozial gerecht zu staffeln, so will es das gute Kita-Gesetz. Familien mit geringen Einkommen sind von den Kita-Gebühren befreit. So wie seit längerem schon Familien, die Sozialhilfe beziehen. Außerdem bekommen die Länder Zuschüsse dafür, ihre Kita-Angebote qualitativ zu verbessern. Never Food für Studenten mehr. Geld für Azubis 735 Euro bekamen Studenten bisher maximal monatlich als staatlichen Zuschuss. Nun steigt er auf 861 Euro im Jahr 2020. Auch der Freibetrag für das Einkommen der Eltern liegt höher. Das elterliche Einkommen ist die Grundlage für die Berechnung des Anspruchs. Geändert wurden auch die Konditionen für die Rückzahlung des BAföGs nach dem Studium. Sie sind nun laut Bundesregierung gerechter gestaltet. Auch Auszubildende können sich freuen. Sie bekommen ebenfalls mehr Geld. Der Höchstbetrag für Lebensunterhalt und Wohnen erhöht sich von derzeit 622 Euro auf 716 Euro monatlich. Für junge Menschen mit Behinderung wird das Ausbildungsgeld ebenfalls angehoben.
2020 kommt dann nochmal etwas Geld obendrauf. Kosmetika. Weniger Duftstoffe zulässig. Hintergrund ist, dass einige Duftstoffe nachgewiesen. Häufig Allergien auslösen. Die Rede ist von Hick, Adranol und Chloradromol. Trotzdem verwendet die Kosmetikindustrie sie aus unterschiedlichen Gründen gerne für ihre Produkte wie Cremes. Und Shampoos. Adranol und Chloradranol etwa sind natürliche Bestandteile von Baumlos- und Eichenmoosextrakten. Eine genaue Liste stellt die Bundesregierung auf ihrer Website zur Verfügung, gemeinsam mit weiteren Erläuterungen zu den Gesetzesneuerungen. Mehr Integration für Flüchtlinge und Migranten. Schon praktiziert wird die Regelung, dass Behörden anerkannten Flüchtlingen für 3 Jahre einen Wohnort festlegen können. Bisher war die Regelung allerdings befristet. Viel mehr Auswirkungen dürfte haben, dass Geflüchteten schneller Zugang zu Integrations- und Sprachkursen ermöglicht wird. Auch der Einstieg in eine Berufsausbildung wird erleichtert. So sollen Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. Außerdem dürfen Geflüchtete mit kleinen Kindern erstmals Integrationskurse besuchen. Das soll vor allem Müttern entgegenkommen. Eid. Digitaler Personalausweis funktioniert auch im Ausland. Längst gibt es die Online-Funktion auf dem Personalausweis mit der sich die zugehörigen Besitzer im Internet identifizieren und so viele Behörden denn online vornehmen können, zum Beispiel ein Führungszeugnis beantragen. Aber jetzt gibt es die Funktion auch für deutsche Bürgerinnen und Bürger, die im Ausland leben. Und für Bürger und Bürgerinnen der Europäischen Union. Die ID ist europaweit anerkannt. Allerdings muss sie extra beantragt werden und befindet sich auch nicht auf dem alltäglichen Personalausweis. Es ist eine einfache Chipkarte, auf der die wichtigsten Daten wie Name, Geburtsort und Geburtstag gespeichert werden. UV-Strahlung. Mehr Schutz in dem Straßenbau zum Beispiel. Der Sommer ist ein Härtetest. Wo der typische Büromensch unter Lichtmangel leidet, da gibt es in einigen Berufen, wie in der Landwirtschaft oder dem Baugewerbe schnell zu viel Sonne. Das ist nicht unbedenklich, denn die darin enthaltene UV-Strahlung kann verschiedene Berufskrankheiten auslösen, auch Krebs. Nun wird das Vorsorge- und Beratungsangebot ausgeweitet. Auch soll die Belastung, sprich die Lichteinstrahlung, minimiert werden. Durch Sonnensegel unter die Verlagerung der Arbeitszeit. Otto vermietet Aurora flotte Neuigkeiten vom Versandhaus Otto.
Das Unternehmen verleiht ab August Scooter. Dazu muss man sich auf autonova.de registrieren und kann das gewünschte Modell ausleihen. Mindestleihdauer ist ein Monat, klingt etwas unflexibel. Dafür wird aber nicht pro Minute abgerechnet, sondern per Monatspauschale. €39 sind derzeit mindestens, Versicherung inklusive. Die Roller werden per Paket zugeschickt. Fertig gefahren, dann müssen sie auch wieder per Paket zurückgeschickt werden. Streaming-Dienste, das mit neuem App und Netflix mit. Neue Serien gibt es bei Datsun das Jahresabo für 119,99 € pro Jahr. Auf den Monat gerechnet spart man damit erstmal nichts im Vergleich zum monatlich kündbaren Abo. Aber das wird im September auf 11,99 € angehoben. Netflix protzt dagegen mit einer Serienfortsetzung, mitunter. Staffel 2 und diversen Filmen. Das S-Remake von 2017, Thor 3 und Inglourious Basterds Kampf dem Schwarzmarkt, soll. Erhält neue Befugnisse, der Bund will verstärkt gegen Schwarzarbeit, Scheinarbeit, Arbeitsausbeutung und illegale Tagelöhnebörsen vorgehen. Dafür hat der Zoll mehr Personal und neue Befugnisse bekommen. Auch die missbräuchliche Bereitstellung von Unterkünften ist im Visier, in sogenannten Schrottunterkünften und Kindergeldmissbrauch.